Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Hier Katalog in Thüringen, Terra Life Plus. Ja, die Karte wurde aktualisiert auf die 1.1er Version. Die Empfehlung ist aber jetzt im Modhub gewesen, Neustart zu machen. Also neuen Spielstand zu beginnen, das mache ich jetzt mal nicht. Ich habe es ja auch schon 3 Folgen gespielt. Weil mir so, da gab es die Empfehlung noch nicht. Ja, ist mal so. Sehe ich aber nicht so tragisch. Lange es funktioniert. Wird ja empfohlen und kein Muss. Kein Muss vorgeschrieben. Ich muss mal eine Spur fahren, dass ich habe ich aufbereitet oder nicht? Ist ja so im Grunde sowieso egal, weil wir das sowieso wenden, ja, also als Heu. Das machen wir jetzt weiter. Ups. Ja, dann nachher Heu zum Hof fahren und dann wollte ich das Ding bauen mit Kälberheu. Also das Aufwerten praktisch. Wahrscheinlich wird es gehäckselt. So wird das mal denken, dass es so ist. Ja. Nee, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde einfach die Reihenfolge ändern. Und zwar, ich mache ja normalerweise Samstag immer. Wir haben übrigens Oktober, nicht November. So, und das. Weil ich will ja die Thüringen ja weiterspielen und den Marsch würde ich dann entsprechend dann eher aufgeben mit dem Tag, wo der, also im Prinzip in der neuen Version her, fange ich mit amerikanischen Karte an wahrscheinlich, mit der werde ich wohl schon nicht anfangen. Ja, das hat man so, ne? Und da muss ich mal sehen. Tendiere dazu, dass die Marsch weiter zu spielen. Ich schaffe die ja nie fertig, von daher lohnt sich das immer. Aktuell habe ich auch keine andere Karte im Kopf. Aber vielleicht habt ihr da Vorschläge. Aber im Großen und Ganzen tendiere ich für die Marsch. Er wollte jetzt auch die Karte optimieren für den LS22 Standard. Und da bin ich ja recht optimistisch. Also im Grunde in die Marsch geht es ja nicht um die Arbeit als MLS, sondern eher um die Produktionsketten, dass man da entsprechend viel gestalten kann. Und, ja. Ich denke mal, werde ich auch einige Fans haben, ne? Anführungszeichen. Fleißige Zuschauer natürlich, ne? Fan würde ich mal so nicht bezeichnen, das ist übertrieben. Aber halt, die mal reinschauen, ne? Ich habe ja mal Statistik angeschaut für LS. Abonnentenzahlen, also Abonnenten schauen sehr lange rein. Und danke dafür. Ob das jetzt bei Thüringen so ist oder bei der Marsch, das kann ich so nicht erkennen. Ist auch im Grunde auch nebensächlich. Jeder hat seine Vorlieben und das ist ja auch mein Ziel dabei, mehrere Gruppen anzusprechen. Aber wie gesagt, mir macht es im Grunde immer Spaß. Hier viel ist eigene Arbeit, ne? Also, und klar, wenn ich jetzt hier viel Arbeit hätten, würde noch nebenbei eine KI arbeiten. So wusste ich ja nicht, ne? Oder hat man theoretisch. Jo. Ja, wir können ja nicht mit Wände arbeiten und gleichzeitig drum sammeln oder spatten, weil dann würden die sich immer im Wege stehen, ne? Also hier der Spatter würde den anderen stören und da er mit Mäh noch nicht fertig ist, ist dort auch irgendwie dann ein Spatten mit KI auch Unsinn, ne? Die würden sich irgendwann über den Haufen fahren, das ist ja halt mal so. Die nächste Wiese, das, guck mal hier, der arbeitet ja eh schon mit Cosplay und wenn die nächste Wiese dann dabei ist und ich sammle, dann kann auch der
er hier oder sie, je nachdem, auch da wenden. Ne? Erstmal wollen wir sehen, dass wir das Wiesenheu, so wie ich das gedacht habe, hinbekommen. Für Kälberheu und dann schauen wir weiter. Weil ich denke mal hier beim Kuftal wird auch das, ja, auch Kälberheu angenommen, ne? Nehmen wir an. Aber ich wollte mal schauen, was das mit dem Dings besser hinkriegen, mit dem Futtermischer. Spezielle Futter für Tiere. Für die einzelnen Altersklassen, ne? Aber es kann sein, dass es da sowieso automatisch erfolgt, ne? Aber vielleicht hat es ja, je nachdem wie die Zukunft das, das dauert, wir mal schauen, dass wir im ersten Hof da noch einen Kuhstall zu stehen. Da könnten wir rein theoretisch nur die Kälber hinbringen. Rein theoretisch. Und dann dort separat füttern mit diesen entsprechenden Futter, ne? Ich habe bei uns früher zu LPG-Zeiten den Kälberstall nie zu Gesicht bekommen. Also darum kann ich nicht sagen, was da nun so läuft, ne? Wie das ja gemacht wurde. Nur einmal während der Ferienzeit im Maststall füttern dürfen und ausmessen dürfen. Das war eine Ferienzeit. Ferienarbeit. Ganz alleine. Ich meine, ich war ja nicht unbekannt. Ich habe da ja schon so nebenbei im Kuhstall gearbeitet, also ja, nebenbei, aber nur nebenbei. Nicht offiziell. Also ich habe das Prinzip schon ein bisschen mitbekommen, wie es funktioniert, ne? Man wächst ja auch zu Hause mit der Landwirtschaft auf. Das kommt ja auch noch hinzu. Mir wurde kurz erklärt, was ich machen muss. Den Hänger reinfahren, also den Inhalt. Warum waren sie wieder weg? Ich hatte ja den. Ich war ja enttäuscht, wo ich die erste Woche Lehre gemacht hatte für Maurer. Ach je. Noch nicht mal 100 Mark verdient und dann hatte ich in 4 Wochen fast 800 Mark verdient. Also, das war ja für mich utopische Zahl und das von der Arbeitszeit her noch nicht mal 8 Stunden am Tag, sondern knapp 5. Da war ich schwer enttäuscht. Also. Musste meiner Mutter mir ganz schön viel einreden, dass ich das doch durchziehe. Nach der Wende war das ganz praktisch, dass ich Maurer gelernt hatte, aber wie gesagt, in diesem Zeitpunkt hatte ich mir gesagt, okay, jetzt machst du die Lehre fertig, dann musst du eh zur Armee gehen und dann wechselst du halt zur Armee, zur LPG. Ja, und dann kam die Wende, da war die LPG ja nicht aufgelöst, aber die haben sich dann praktisch die Tierproduktion von Hals geworfen. Weil das ja alles veraltet war, bis auf den Kuhstall. Mein Bruder ging dann auch zur Armee, der hat auch noch Glück gehabt, dass er zur Bundeswehr ging und nicht zur NVA. Denn er sollte ja in Berlin dienen, bei der Stadtsicherheit als Soldat. Und selbst der Koch dort ist näher schräger angeguckt worden, wenn er bei der Stadtsicherheit gearbeitet hat. Als Koch, ne? Also wie gesagt, hat er mit dem nichts zu tun gehabt, und da hat er Glück gehabt. Und er hat nachher gemerkt im Stall, dass es nicht sein Fall ist, körperlich schwere Arbeit und auch ein Dreier-Schichtsystem oder Zweier. Also, ich sag mal so, körperlich dafür ist zu schwach, in Anführungszeichen, ne? Weil er auch nicht das große Esser ist. Ne? Also, um die nötige Energie zu bekommen, musst du auch was essen, was hat ein bisschen, ja, wo du praktisch auch was kannst, ne? Was Power hast. Ne? Und wenn du jetzt dich. Das ist zu fettig und das mag ich nicht, dann wird das nichts. Dann bist du da schnell am Ende. Das ist halt so. Und dann hat er sich aber entschieden für länger dienen. Nachhinein. Jo, gut. Ist halt so. War auch im Grunde eine damals für die Anfangszeit eine kluge Entscheidung. Verdienstmäßig, ne? Also. Wenn ich das vergleiche zu meiner Zeit, hat er das Dreifache verdient.
Und er war öfters zu Hause als ich. Ja. Da war er ganz anders als bei mir. Ja. Wir haben ja gesagt, wo ich das mal so mitbekommen habe, dass die Freitagmittags aufgehört haben und nach Hause gegangen sind. Mann, Junge, wir wären Freitagmittag losgefahren. Alle Kasernen wären leer gewesen. Wachpersonal wäre noch privat gewesen, die hätten abgehauen. Es ist, ja gut, wie das so ist, ne? Aber die wollten ja gar nicht, die hatten das ja gar nicht vorgehabt. Aber so war das früher. Ich weiß, sie hatten mal ein freies Wochenende gehabt. Also wirklich mal frei, das war eher die Ausnahme. Irgendwo hat immer Dienst gehabt, irgendwo. Ob nur als Wachpersonal oder irgendwas war immer zu tun gewesen. Oder Küche oder so gleichen. Jo. Hat man mal ein freies Wochenende gehabt. So, wir hatten so Samstag bis Mittag hatten wir Dienst, in Anführungszeichen. Mussten ja alles selber noch machen, sauber machen und so, ne? Und wirklich Gartenarbeiten und so ein Zeug alles, ne? Alles so schön abgefegt, gehakt und so ein Scheiß alles, ne? Gehakt, Unkraut und so ein Zeug. Und Sonntag hatten wir frei gehabt. Also nichts vor, was irgendwie diensttechnisch war. Da kam der Flotten, nee, da kam der Kommandeur rein, der Kompaniechef. Und war ja damals ein Korvetten nicht. Irgendwas ein Oberst im Dings da, ne? Im Dienstrang von Schiff vergessen. Korvettenkapitän, ne? Ja. Aber ja, Konteradmiral, war ja anders. Das war ja der Chef von der ganzen Abteilung. Der kam rein am Sonntag. So gegen, was war das? Keine Ahnung. Halben Vormittag. Oder schon um 7, nachdem wir alle gegessen hatten und so, ne? Wir machen heute Sportfest, sonst kriegt ihr Langeweile. Den Spaß hat eine ganze Woche gemacht haben. 100 Meter, 100, die 200, war nicht, die Weitsprung und also ein Kram, ne? Also 3000 Meter und so eine Scherze. Zwar locker und ohne irgendwie Druck, aber jedenfalls Meter noch oder schon fertig? Was für ein Rest noch? Sportfest. Das war. Aber wir mussten drinnen bleiben wegen der Mindeststärke, die sie behalten wollten. Wenn Fall X. Klar, hofft man, dass er nie eintritt, ne? Aber unsere Jungs, wir wollen ja heute auch alle in den Krieg ziehen. Also vom Reden her. Die wissen gar nicht, was das heißt. Bin mir recht erstaunt über die Kriegsdienstverweigerer, die im Prinzip so reden, ne? Also. Aber es trifft immer alle die anderen, die praktisch, sagen wir, die Ärmsten von allen, die dann länger dienen müssen, weil sonst kein Geld verdienen können, ne? Das ist ja halt so. Im Grunde müssen immer die Superreichen dienen, das ist immer ganz wichtig. Von den großen Banken die Kinder und so weiter und so fort. Und von den Rüstungskonzernen, die von den Chefs und den Großaktionären müssen die Kinder auch an vorne dienen, dass wir die entsprechend dann auch betroffen sind, ne, die daran verdienen. Und das ist ja die wahre Ursache dafür, dass die einen Krieg so gut verdienen können. Aber alle, von der Bank über den Konzern. Ich habe war jetzt Wochenende oder vorgestern, dass Polen über 200.000 Reservisten einberufen wird. Und die wollen ja auch, sind auch so kriegsgeil. Mann, 3-4 Raketen und alle sind weg. Auf gut Deutsch. Die haben ja gesagt, Ukraine halten sich zurück, überwiegend. Dass sie keine Städte bombardieren und sowas. Aber bei Polen oder bei den baltischen Staaten, da gibt es keine Rücksicht. Da werden sie gleich die harten Dinge rausholen. Da gibt es kein Polen mehr. Alle weg.
kleine Menschen leid tun. Die Einfachen sind sowieso immer am Arsch knippen. Der einfache Bürger will das ja gar nicht, sondern die Obrigkeit. Die obere Spitze. So, ist sie mit Mähen fertig? Nö. Ja, jetzt ist ja jetzt noch, ja, ein Monat Prinzip genau. Dann kommt der 25er raus. Und dann werde ich, laut Plan habe ich jetzt, weil ich jetzt im Kopf behalte, habe ich ja Spätschicht. Das ist halt mal so, also am Dienstag werde ich keine Folge 25er veröffentlichen können, aber ich werde, deswegen mache ich ja jetzt die Thüringen auch am Samstag schon. Uhrzeit. Mittel 5 durch. Naja. Dass ich Dienstagabend dann mit dem 25er beginnen werde mit der ersten Folge. Beziehungsweise 2-3. Nach 2, nach 2 ungefähr, je nachdem wie ich dann von der Arbeit komme. Wie ausgepowert ich bin, wie ich die Nacht davor geschlafen habe, also das ist mir aber entscheidend. Muss ich mal schauen, wie das Leben so mitspielt. Ne? In 4 Wochen kann ja viel passieren, ne? Positiv ins Sinne, ne? Also mal schauen. Ja. Ah, naja. Ja. Fertig machen. Dann nachher muss ich gucken, wo ich das Ding aufstelle. Diese Grunde wäre ideal, wenn das unter einer Halle wäre, wo ich von beiden Seiten im Prinzip ranfahren kann und auf- und abladen kann. Weiß ja nicht, ob ich mit dem Ladewagen dann das Abgekipp bekomme. Wird rein, ich kipp geht gleich. Auch diese Produktion. Zeige ich gleich mal. Das ist dann hier. Na, da nicht. Auch nicht. Produktion. Da bauen. So. Und ich finde dann doch gleich. Das ist aber bei Gebäude wahrscheinlich. Sieh los. Tools. Oder Tolls. Weiß ich. Hier Terra Life Plus. Das könnte schon was sein. Aber das sind auch Silos, ne? Container. Mal zurückgehen. Ich habe es schon mal gefunden gehabt, aber schon mal Ewigkeiten her. Karotten. Hier da oben. Ich habe damit den Namen nicht so sehr. Also immer mal gucken. Jetzt muss Terra Life Plus draufstehen. Und der T normalerweise. Aber jetzt hier die NT. OP, PTR, genau, ne? Guter Alphabet. Da ist nicht dabei. Warum nicht? Jedenfalls ist das so ein Behälter. So eine Produktion, wo man ein paar Heu abkippt. Das Heu wird dann dort angenommen. Und dann wird es verarbeitet und dann geht das als Kälberheu raus. Rabatt. Das wäre interessant. Aber gut. Hier wird es ja nicht drin sein, ne? Vielleicht hier. Da. Also, da. Container. Jetzt wird mit bei
Hoffe ich jedenfalls. Ah, nicht. Ja, man kann es auch kaufen, ne? Also hier Kälberheu. Na gut, jedenfalls in der Richtung jedenfalls, ne? Vielleicht ist mehr bei. Mal gucken. Ja, jedenfalls in der Richtung, ne? Ich bin noch nicht mal offline, kann mal gucken. Gucken in der nächsten Folge gleich mal. So, das soll schon heute gewesen sein. Tja, vielen Dank. Tja, schon, ne? Übrigens, schönen Wochenstart, ne? Wie gesagt, am Anfang die Aufregung. Ton war ja einfach auch nicht da. Denken natürlich auch nicht. Ja, schönen Dank fürs Einschauen. Schönen Rest Montag und schönen Wochenstart. Ja, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.